Wir haben uns hier im Bank Austria Kunstforum entschieden, diese Ausstellung über den Niholzack zu zeigen. Das ist eine Kunst, die parallel zum österreichischen Spätimpressionismus und zum österreichischen Symbolismus sich abspielt. Und wir sehen einen großen Gegensatz zwischen der österreichischen Situation und dem, was sich in unserem Nachbarland abspielt, denn die Ungarn sind tatsächlich alle nach Paris gefahren. Sie sind dort gewesen, sie sind vor Ort gewesen, sie haben sich direkt inspirieren lassen und transportieren diese ganz, ganz moderne Kunst sofort nach Budapest. Ja. 1909 nennt sich die Gruppe noch nicht die Acht. Sie gibt einfach der Ausstellung den Titel Uy Kepek – Neue Bilder. Bei dem zweiten Auftreten im Frühjahr 1911 präsentiert sich die Gruppe als die Acht an Niholzack. Zu dieser Ausstellung im Jahr 1911 kommen auch eine Reihe Begleitveranstaltungen, die sind ganz besonders wichtig. Lesungen, Diskussionen aus dem Kreis der Intellektuellen, der Dichter, der Musiker, die diese Gruppe oder die die Idee dieser Gruppe begleitet haben. Es gibt hier einen ganz wichtigen Journalisten, Georgi Böleni, der schreibt über die, sie waren gar nicht acht, es war eine ganze Generation, die hier am Werke war. Das heißt, wir befinden uns in einer Aufbruchsstimmung, in der alle diese modernen, intellektuellen, zeitgenössischen Köpfe daran interessiert sind, neue Parameter für eine zeitgemäße Kunst zu finden. The second exhibition of the Group of Eight was organized in 1911 in springtime, not in a small galleries, what like the first exhibition was, but in the largest exhibition halls at that time in Budapest, was called Nemzeti Salon, National Salon. They collected altogether more than 100 paintings, and half of this amount was painted by Robert Berin. He exhibited 49 paintings. Ein weiteres Kapitel in der großen Ausstellung 1911 sind eine ganze Reihe Stillleben, die Paul Cézanne gewidmet sind und die ganz genauso aufgebaut sind wie die Cézannesken Stillleben. Und natürlich sind diese Niholzack von Cézanne, dessen großen Retrospektive Sie alle gesehen haben, 1907 sehr stark beeinflusst. Es ist ganz interessant auch zu sehen, wie einzelne Künstler, die irgendwie sehr stark expressionistisch arbeiten, dann dieses Ordnungssystem und diese Kompositionsstrukturen wirklich so übernehmen. Niemals würde man eines dieser ungarischen Bilder für ein französisches Bild aus der Zeit um 1909, 10, 11 halten. Es gibt ein Idiom, das einfach irgendwie nach Osteuropa neigt. Ist es die Farbigkeit? Ist es ein Sentiment, das etwas mehr dann doch in sich geschlossen ist? Ist es eine Form von Haltung, es lässt sich ganz, ganz schwer fassen in Wirklichkeit. So a few members of the Group of Eight were also the members of the French movement, Les Fauves. They exhibited together from 1906 until 1908 in the Salon des Indépendants and Salon de Dauton in the same room, in the Fauve room. But the difference is quite many of the members are using much different colors than the French Fauves. And not only the colors are different, and not only the style is different, but the way of thinking about the, for example, the portraits, because they are based on psychoanalysis. Especially Robert Berin, he was very much interested in Freudism. And it is absolutely visible on their portraits.
in ihrer Malerei spiegeln sich die Einflüsse und die Anregungen, die die Acht in Paris bekommen haben, durch eine völlig neuartige Farbgebung, also grelle, gelb, rosa, pink, blautöne, durch eine sehr offene Auffassung der Figur, die nicht mehr das Gesehene beschreibt, sondern es umsetzt in ein eigenes künstlerisches Idiom. Eine Malerei, die sich von der abbildhaften, naturgetreuen Wiedergabe löst und eben eigenständig Farben, Formen auf einer Fläche zusammenbaut. Die Idee zu dieser Ausstellung ist uns aus Ungarn herangetragen worden, denn seit etlichen Jahren beschäftigen sich die ungarischen Kollegen mit der Aufarbeitung dieser Künstlergruppe. This exhibition in Kunstform is based on the exhibition we made in Budapest in 2011. We exhibited almost the same paintings, but there are four paintings which were not represented in Budapest. One of them is a beautiful painting by Robert Barin, which came directly from San Francisco. It had not been in Europe since 1915. Den Besucher erwartet hier vieles Unterschiedliches, viele Anregungen, wie sich diese klassische französische Moderne in Ungarn sehr viel anders reflektiert wird, als sie in Österreich ganz wenig reflektiert wird. Das ist eine Kunst, eine Malerei, die wir überhaupt nicht kennen. Wir sind selber in Fachkreisen mit dieser Malerei bis jetzt nicht konfrontiert worden. Und es ist einfach ein neues Fenster in die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.